So, da sind wir wieder zur Zockerzone, spielt Left 4 Dead. Ja, mit Kampagne 2, Kapitel 3. So in etwa. So soll das sein. Ja, weiter geht der Spaß. So, ich habe kurz ein Päuschen gemacht, um die Boxen ein bisschen runterzustellen, damit wir hier kein Echo bekommen. Nee, da hat man oben einfach nur deinen nicht vorhandenen Skill. Ich hab mich verlaufen. Offener Flur. Aber die liegen auch teilweise einfach nur rum, die Zombies, ne? Und wachen dann irgendwie mal Achtung, auf. da kommt eine Meute. Da kommen noch mehr Meute. Andere Seite. Oh, Hunter. Ja, ich habe ihn gehört, aber ich sehe ihn Boah, nicht. ist zweimal an mir vorbei, dreimal an mir vorbei gehüpft. Yeah. Oh, Ja, viermal. ich bin hier gleich Beim tot. fünften Mal hat er mich bekommen. Was ist denn hier los gerade? Ich werde ja völlig weggesammelt hier. Alter Schäder, kommt nur Oh, noch. da hinten. Smoker ist tot. Ja. Ja, ich habe nur noch 25 Health. Aber das ist ja. Also das Video werde ich mir persönlich auch nochmal anschauen, wie dieser Hunter fünfmal an mir vorbeigejumpt ist. Geil. Ja, lass uns hier mal das Häuschen untersuchen. Ah, eine Pipebomb habe ich ja sogar noch an mir. Das ist schon mal gut. Richtig. Das ist schon nicht verkehrt. Dann nochmal auf das Türmchen hoch. Kommt man hier rüber? Ja. Nur weil es ein schönes Türmchen ist. Aber da oben liegen manchmal feine Sachen. Okay. Aber gut, so viel Loot brauchen wir eigentlich nicht, weil wir sind ja eigentlich Eigentlich sind wir gut ausgerüstet. ausgerüstet, ja. Nee, dann lassen wir das Türmchen in Ruhe. Hecko. So. Und ein Special Mob müsste hier irgendwo sein. Ja, also dann. Hunter. Ja. Hunter stehen auf mich. Das ist anziehend auf die Jungs. Guck Ich wollte es nicht sagen diesmal. Ich habe mich schon gesehen. Aber ich sehe auch die Hexe jetzt. Wo ist sie? Rechts von dir auf den Gleisen. Du schaust sie Oh, gerade fast direkt an. oh, Hier ist irgendwo ein Smoker. Aufgepasst. Wie laut darf man eigentlich neben der sein? Gibt es da irgendwie Vorschriften? Das ist Rumballern ein Problem. Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich mal versucht, an der vorbeizulaufen. Kann jetzt gar nicht so sagen, worauf sie am Ende reagiert. Wir kommen aber an die vorbei, wenn wir uns hier ganz in Ruhe. Oh, da ist das Smoker. Bist du zwischen die Lampe oder? Ja. Die wird schon wach. Ja, sorry. Ah, cool. Nicht tot. Der Smoker lebt noch. Und da kommt ein Hunter. Wo? Oh. Oh Mann. Okay, läuft, läuft. Ist auf dem Weg. Hm. Hier ist irgendwo noch der Smoker am rumhusten. Zweite Knarre braucht keiner. Also, weil wir sie schon haben, natürlich. Schmerzmittel, hast du auch. Aber die haben sie mitgenommen, das ist schon mal gut. Dann ist Zoe nicht so lahm. Gerade auf dem Dach oben. Okay. Ich baller da immer noch wie blöd auf die Zunge, weil ich denke, du hängst ab. Das ist schon voll wieder unterwegs. Komm ich hier hoch? Natürlich nicht. Ich muss den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Eine tolle Wurst. Das ist spannend bleiben. Helf mir bitte. Ich bin hier unten ein bisschen im Problem. Jetzt, ich bin auch unten mit dir im Problem. Oha. Ich weiß, was du mal die Pipe wenn du willst. Ja. Ah, oh, gut, so viel ist es gar nicht mehr. Nee, oh. Spaß. Wechseln. Da sind wir alle runtergefallen. Ja. Beziehungsweise, wir beide sind gefallen, die anderen sind uns nachgesprungen. Ich verstehe. Die treu doofen Seelen. Mhm. Wo ist der Hunter? Und da ist auch noch ein Boomer. Blubber down. Hinter uns. Drunter. Yep. Wir springen hier nach rechts, aber wir müssen nach rechts, meine ich. Dann bin ich nach links gesprungen. Immer die Straße oh, entlang. Ist wieder Gebüsch überall. Stick to the road. Guter Tipp. Hörst du ihn?
Oha, ja. War auch schön. Ich wurde, glaube ich, von einem Zombie, der in der Gegend rumstand, noch aufgehalten. Dadurch war ich nicht ganz so schnell da hinten. Cool. Solange der dich nur zieht, nimmst du keinen Schaden. Mhm. Feuerwerk! Ja, da kotzt er erstmal. Aua. Die Lampe nicht an, die Banane. Hunter? Hunter, ja. Ich erkenne den Hunter immer da dran. Dass er auf dir sitzt. Richtig. Hier ist Health. Ja, dann nehme ich einfach mal. Nimm mal dein Medikit, genau. Ich schütze dich mal so lange. Oh oh. Ah ne, ist ein Boomer. Hört sich manchmal ein bisschen an wie ein Tank. Den Tank kann ich an der Soundkulisse noch nicht so ganz erkennen. Nehmen wir auch die Pipebomb jetzt. Da kommen einige. Hinter dir. Oh! Aber ich glaube, du hast wieder mal keinen Schaden genommen. Ich habe keinen Schaden genommen. War die Bombe bei mir, oder? Nee, ich habe dir einmal geschossen. Okay. Nee, ich habe es nicht gemerkt. Okay, ich sag mal, mein Aiming ins Gesicht geschossen. Also, Hunter? Hab ich einen Meter an dir vorbeigeschossen. Er ist tot. Und ich glaube, der Safe Room steht uns schon wieder bevor. Tatsächlich, da oben, da können wir auch noch drin in dem Baum, ne? Oben in dem Haus. Das wirkt so. Ich hatte nur in Erinnerung, dass ich ein paar Mal auch Häuser hatte, die aussahen wie Safe Rooms, aber dann keine waren. Hier ist nochmal Munition. Kannst du ja aufsammeln, die Knarze hier unten für den Moon. Ich dachte, hier drin ist auch nochmal ein eigener Munitionsraum. Yep. Hier passiert hier drin nicht noch was. Ich mach. Ich werd. Ja. Wo ist er? Ah, er ist tot, okay. Ich glaube, wir müssen weiter. Ja, meinst du was wegen Amoran damals? Das war ein anderes Ziel. Nein, nein, das ist ja auch nachher das letzte Level wieder in dem. Oder das letzte Kapitel in dem. Oh je, was hab ich hier draußen alles nicht gesehen, ey. Ich gehe ganz unbeherzt hinaus. Mir fällt das Wort nicht ein. Unbedacht. Hunter, unbedacht ist ein gutes Wort. Ja, Hunter ist tot. Die haben Hoffi beschützt, das würde ich doch mal meinen. Das sag ich schon den ganzen Tag, dass ich dich beschütze, immer. Das macht ja keiner.